Ja, Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute eine aktuelle Debatte eingebracht, um zu skizzieren, dass hier eine künstliche Corona-Notlage herbeigeredet wird, um einen verfassungswidrigen Haushalt durchzuwinken. Das über kurz oder lang hat ja offenbar hier ziemlich Staub aufgewirbelt und das zeigt ganz einfach, dass wir hier, ja, sag ich mal, getroffene Hunde bellen. Wir haben hier wirklich in ein Wespennest gestochen, weil auch diese Art der Emotionen, die einen hier entgegen kommen und das Geschreie, also wirklich wie im Kindergarten teilweise, das zeigt ganz eins, wir haben hier wirklich einen wunden Punkt getroffen und anscheinend habe ich wieder einen wunden Punkt getroffen. Herr Dr. Grube fühlt sich hier gerade persönlich angesprochen, so schnell geht das, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als erstes stelle ich Folgendes fest, wenn man hier reine Fakten zitiert und selbst wenn man die Institution zitiert, die Sie hier selbst 3 Jahre lang gebetsmühlenartig aufgezählt haben, dann wird man hier in diesem Haus als Verfassungsfeind bezeichnet. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass sowas hier im Jahr 2023 möglich ist. Das ist eigentlich der erste Skandal daran. Der zweite Skandal, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben rückblickend festgestellt und Sie alle haben es festgestellt, Sie sagen es ja auch selbst, nie wieder würden wir Schulschließungen machen, nie würden wir Maskenpflicht in Schulen machen etc. Und Herr Kröll hat es gesagt von der CDU, wir müssen auch lernen zu verzeihen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Verzeihen gehört auch eine Entschuldigung und eine eigene Selbstreflexion, Fehler gut zu machen und aufzuarbeiten. Und diese gibt es nicht. Und das sieht man ganz und einfach daran, wie Sie ja mit diesen Situationen umgehen. Wir plädieren hier für eine faire Aufarbeitung, wo auch die Opposition mit beteiligt ist, wo wir auch unsere Rechte als Opposition und auch als Oppositionsführer hier wahrnehmen können. Und das wäre einzig und allein ein Untersuchungsausschuss. Wir reden hier über hunderte Millionen Euro Steuergeld. Wir reden hier über Todesfälle, die mit dieser Impfung verbunden sind. Das kann niemand in diesem Land leugnen. Und deswegen wäre ein Untersuchungsausschuss das einzig faire Element, was hier einzusetzen ist. Und das ist in diesem Haus nicht möglich, weil Sie Angst haben vor der Wahrheit. Sie möchten sich der Wahrheit und der Debatte darüber nicht stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann es aber auch nach der Debatte heute auf menschliche Art und Weise jetzt erklären für mich, warum das so ist. Es ist, es hat sich ja bestätigt nach 3 Jahren, es ist für viele Menschen in diesem Land hier eine Ersatzreligion geworden. Frau Anger war ja da das beste Beispiel. Sie haben sich hier förmlich in Ekstase des Hasses geredet über jeden, der das hinterfragt. Und da muss ich mal reflektieren, wie lächerlich Sie sich ja in den letzten Monaten hier verhalten haben. Ich möchte mal reflektieren, im Frühling diesen Jahres noch, als alles vorbei war, da sind Sie noch mit Ihren Referenten in die Ausschüsse mit Ihrer Maske gekommen, wo alle sich schon kaputt gelacht haben und sich gefragt haben, was ist denn hier los? Und irgendwann haben sie festgestellt, dass sie sich völlig zum Affen machen und haben auch damit aufgehört. Und jetzt, ja, Frau von Angern, Sie können sich ja mal melden. Und jetzt, wo es wieder losgeht angeblich und wo dieses Haus eine Corona-Notlage beschließt, sitzen Sie wieder ohne Maske da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, lächerlicher geht's ja gar nicht. Oder auch Frau Klemann von der SPD, die damals hier die ganze Zeit in dem Raum hier mit fast 100 Leuten ohne Maske gesessen hat, dann auf dem Weg zum Pult sich die Maske aufgesetzt hat für diese Kamera, die dann hier wieder abgesetzt hat. Also ich sag mal, lächerlicher kann man es gar nicht machen. Und das ist einzig und der Beweis, Sie sind Ihrer Religion erliegen, Frau Klemann. Dankeschön.